und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich noch auf der Straße. Orsley Durham, sein Zeichenshauptmann der Wache, bezeichnete die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Diese Abriegelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagt er heute Abend bei der Beaufsichtigung und der Schließung des Verrätertors. Komisch, Verrätertor, warum nennt man sowas denn Verrätertor? Naja. Und das verdanken wir alles dem Baron, fügt er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Aha. Wieder etwas gelernt. Dann ein Fenster, in das wir rein können. Erstmal anheben. Ist hier jemand? Hallo? Licht. Ich mag die Musik hier gar nicht, muss ich sagen. Das sieht safe aus. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Raum so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich hab gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Diese Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Vergiss den Krieg. Die Sache mit Blackthrop, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn unsere Nachbarn erfassen, was hier los ist, sprichst du deinen verdammten Heißes ein. Dieser Frau am Färbermarkt, die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nacht finster. Seht so, dass sie lächelt. Verdammte Flegel, die Schwermut soll euch holen. Damit hätte sie allen einen Gefallen. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Naja, geht hier nochmal weiter. Ich bin neuerdings so müde. Echt, gestern sind sie mal gar nicht mehr. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Der Alte, wie hieß er noch gleich, hat angeblich die Schwermut. Wer? Er schien ihm recht. Hab eins übersehen, das ist aber schade. Und ich habe auch viel Beute übersehen. Okay.
Ich habe niemanden getötet. Das ist doch okay. Das ist doch das, was ich will. Oh, ich hätte noch eine Flamme mehr löschen müssen. Sollen, wie auch immer. Schaukästen aktualisiert. Wo bin ich hier? Ist das mein Home? Mein Home Sweet Home? Nein, das ist der... Leute, wie bin ich jetzt hier reingekommen? Bestimmt nicht schwer für mich. Die Widmung des Todes. Diese Armreife in Schlangenform suchen angeblich die Gesellschaft dankbarer Witwen. Man munkelt, dass alle sechs ein unausgesprochenes Geheimnis hüten. Und in ihren Augen glitzert gewiss eine unbehagliche Finsternis. Das scheint also tatsächlich irgendwie unsere Wohnung zu sein, weil wir hier unsere Sammlerstücke sammeln. Also anscheinend wohnen wir in diesem Glockenturm. Ah, Zwischensequenz. Irgendwie schleicht er mir dafür zu viel. Was suchst du, mein Lieber? Jennifer. Hier noch ein bisschen gucken. Ich muss sagen, ich habe ja nicht gerade das schönste Zuhause. Aber es lässt sich leben, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, rein da. Ah, meinetwegen, habe ich eine Wahl? Ich muss ja. Okay, also auf Teppichen darf ich mich schneller bewegen. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Das sind also Schnellreise-Dinge anscheinend. Mein Ziel. Ich will doch mal, dass ich da irgendwie hinkomme. Oh, Glitzer, Glitzer. Da. Stadt des Meisterdiebs, würde ich mal sagen. Rein da. Ich höre Schritte. Und hier darf ich nicht lang. Okay. Hier ist ein Lichtschalter, sehr gut. Gut. Wenn sie ruhig sind, macht keiner Ärger. Ich bin neuerdings so müde.
von Wachmann Munjon. Zusammenfassung. Waffenvorrat 6C ins Lager Black LA verlegt. Alle Teile durch die Wachen Munjon und Koss inspiziert und erfasst. Sagen würde mir nicht schlecht gefallen, eine Waffe zu haben, aber töten will ich eigentlich nicht. Sein, es muss sein. Ich wollte schon. Oh, Schlussgriff, ein Safe, mal wieder, sehr schön. Mit 5 Stellen. Ein Königreich für einen Kaffee. Nicht so leicht, zumindest nicht bei denen. Bei den anderen, da bleibt es relativ lang dann, der Stelle.